Camper. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute nehmen wir euch mit nach Zeeland, in den Niederlanden, Südholland, also auf den Campingplatz Broversdam. Von da hinten kommt ihr wahrscheinlich. Dann seht ihr dieses kleine Schild. Und da müsst ihr dann rein. Sieht mal erst so aus, als wenn gar nicht die richtige Eingang wäre. Weil es wie so zu einem Bauernhaus führt und ein Fahrradweg ist. Aber da ist schon richtig. Bis dann. Ja, hier sind wir jetzt an dem Sanitärgebäude. Draußen Corona-bedingt absperren beim Spülen. Hier ist noch ein Mülleimer. Hier ist nochmal eine Spülmöglichkeit. Hier sind
Da ist das kribbelige Meer. Natürlich gegen die Sonne nicht so schön. Ganz da hinten, wo die Stangen da zu sehen sind, da ist Port Seeland. So meine bessere Hälfte. Da hinten ist Port Seeland. Da gucken wir nach unten. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. So, hier sind wir jetzt von einem dieser Strandzugänge mal hier reingegangen. Guckt euch mal die Strände an. Wahnsinn, oder? Hier kannst du ja montags gucken, wer mittwochs zu Besuch kommt. Hier entlang des Broverdamms stehen natürlich in den Sommermonaten viel, viel mehr Wohnmobile. Die stehen hier in Zweierreihen und noch gegebenenfalls auf der anderen Seite. Hier sind wir jetzt an einer Bucht. Da geht das Wasser unterirdisch ins Gräbelinge Meer. Und hier sind immer Seehunde zu beobachten. Die tauchen immer dann auf, wenn das Wasser wohl zurückläuft ins Meer durch die Tide. Gleich haben wir auch welche gesehen. Da halte ich gleich mal den Finger hin. Aber mit der Kamera ist das immer ein bisschen schwierig, die so einzufangen. Da waren die irgendwo gerade. Ja, die tauchen immer kurz auf und sind dann natürlich wieder weg. Ja, hier ist jetzt praktisch die andere Seite, das Gräbelinge Meer, da wo ich hinzeige, da ist der Durchgang, da fließt das Wasser eben wieder zurück oder raus, je nachdem wie der Tidenstand gerade ist.
schon 23 Kilometer gefahren. Du weißt, dass wir noch zurückfahren müssen, ne? Ja, was willst du mir sagen? Sollen wir jetzt umdrehen? Nein, wir fahren noch ein Stück. Ist gerade so schön hier. Jemand kommt mal aus dem Wald. Und da sieht das so aus. Hammer. Wie der Baum vom Wind verwüstet, zergerbt. Ja. Cool. Hier sind wir ja gestartet. Dann geht's hier runter. Da so links. Und Wind jetzt hier. Und hier sieht's so aus. Wie Schnee. Total klasse. Geht wahrscheinlich da hinten noch viel weiter. In Seeland ist das wohl so, dass sie alle paar Jahre oder jedes Jahr, ich glaube alle paar Jahre, den Strand wieder aufbereiten. Da pumpen die Sand aus dem Meer mit Schiffen wieder an den Strand und haben so wieder Land gewonnen. Was der Sturm und die Flut in den Jahren oder jedes Jahr abgetragen hat. Und so wie ich das gerade erzählt habe, so sieht das gerade hier aus. Ja. Da gehen die Rohre her. Könnte dieses Schiff sein, was das rauspumpt. Ja, sieht jetzt nicht so doll aus hier, aber muss aber auch gemacht werden. Dann gehen wir wieder zurück, ne? Ja. Ja, das ist kein Wind, das ist total warm bestimmt. So, hier machen wir jetzt eine kleine Pause. Oh, Street View kommt auch gerade vorbei. Ja, hier werden wir erstmal jetzt was trinken, Kleinigkeit essen. Und dann machen wir uns also langsam auf den Rückweg. Wir sind jetzt in der Nähe vom Delta-Bär, der ist gar nicht mehr weit weg. Das kennen wir aber alle schon und deswegen fahren wir da jetzt nicht hin. Westenschoven heißt das hier, genau. Ja, und dann gucken wir mal weiter. Der Street View, der fährt in jede Ecke hier rein. Guck mal da hinten. Fährt er wieder raus. Aha. Okay. Wir machen uns dann mal jetzt ein bisschen gemütlich. So, nach 27 Kilometer Radfahren haben wir uns mal ein paar Köstlichkeiten geholt. Zum Stärken. Für den Rückweg. So, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Hier einfach so, das ist obercool. Also Fahrradwege haben die in Holland, das ist einmalig. So, endlich Renesse. Dreimal den Plan umgeschmissen, aber jetzt endlich hier.
Hier ist natürlich schon mehr los wie überall woanders. Mal gucken, dass wir irgendwo hier einen Parkplatz finden für unsere Fahrräder. Und dann gucken wir mal. Hier haben wir so einen kleinen Überblick. Ich glaube, dieses Restaurant war geradeaus weiter durch. Ja. Fahr mal vorsichtig weiter da. Halt mal irgendwo an hier. Ich glaube, hier war das. Irgendwo. Ja, müssen wir mal gucken. Wir wollen jetzt irgendwo was essen hier. Wissen aber nicht genau, wo. Wir gucken mal. Bis später. Sind wir nochmal bei dir? Seehunde? Keiner mehr da, ne? Ja. Ja, genau. Jetzt kommt das Wasser hier nicht mehr durch. Deswegen sind die Seehunde auch nicht mehr da. Ja, gut. Dann weiter.